Ja, herzlich willkommen, liebe Souls-Freunde, zu diesem neuen Dark Souls Remastered Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr binnen einer Stunde absolut Hardcore OP werdet aus Zauberer in Dark Souls Teil 1. Das letzte Mal habe ich schon gezeigt, wie man in 10 Minuten einen sehr, sehr guten Start hinlegt, aber heute sprengen wir alles. Ja, dazu starten wir ein neues Spiel. Aus Klasse wählen wir natürlich den Zauberer aus. Und als Gabe, ganz wichtig, den Generalschlüssel. So, wir töten den Asyldämon. Nehmen uns diese Seele da mit. Und fliegen in den Feuerbannschrein. Ja, dort angekommen, sammeln wir alle Items ein. Ja, dann nehmen wir den Aufzug runter in die Ruinen von Neulondo. Seele. Weitere Seele. Und das dritte Item bei diesen Seniorendrachen. Ja, wenn ihr die zwei aufhebt, Schild und Schwert, seid ihr tot, aber nicht schlimm. Dann biegen wir da nach Schandstadt rein und töten die drei fetten Riesen für weitere 1500 Seelen. Kann man auch sehr gut backsteppen. Perfekt. Dann gehen wir ganz runter in Schandstadt und holen uns noch die drei großen Seelen. Sehr gut. Und jetzt verwenden wir einen Heimkehrknochen. Und machen uns auf in die Stadt der Untoten. Und jetzt machen wir gleich mal einen Damage-Test, Freunde. Einen Vorher-Nachher-Damage-Test. So, wie viel machen wir aktuell? 82. Und das Ziel ist, dass wir über 500 Schaden machen nach einer Stunde. Und das ist absolut OP. Seelen mitnehmen, klar. Leuchtfeuer entzünden. So, beim Händler angekommen, ploppen wir jetzt alle Seelen. Jetzt kaufen wir uns den Anwesenschlüssel. Und ganz wichtig, Leute, 50 bis 60 Feuerbomben. Thank you kindly. Wir leveln 12 in Stärke, um den Morgenstern führen zu können und den Rest in Intelligenz. Dann töten wir den Taurus-Dämon. Jawohl, Bruder. So, am Drachen vorbei, Freunde. Wir crappen uns den Schlüssel. Dann holen wir uns das Ritterschild. Ganz wichtig, Freunde. Dann gehen wir ins Finsterwurzbecken und laufen zur Hydra runter. So, dann laufen wir da ins Eck und verlassen das Spiel, um die blauen Golems wieder in ihre ursprüngliche Haltung zu bringen. Und jetzt töten wir die Hydra mit den Feuerbomben. So, und wir halten den Drachenstein und viel wichtiger den Dusk-Kronenring. So, jetzt verlassen wir das Spiel nochmal, um den gelben Golem praktisch zu aktivieren, den goldenen. Jetzt müssen wir beim See ganz nach hinten gehen. Und da sehen wir schon den goldenen Golem und den müssen wir jetzt töten. Ganz wichtig, Achtung, der kann zuhauen.
So, nachdem der Golem tot ist, taucht diese junge Dame da auf. Mit der sprechen wir jetzt. Und antworten mit Ja. So, jetzt müssen wir zurück ans Ufer. Jetzt beschwören wir sie. Ja, hübsche Figur, ne? Eine gesunde Figur. Jetzt sprechen wir mit ihr und jetzt können wir da einige Zauber kaufen. Ihr könnt euch da was kaufen, wenn ihr wollt. Wir brauchen allerdings jetzt nur diesen Elfenbeinbeschleuniger. So, jetzt müssen wir wieder zurück, wo der goldene Golem war. Wir erhalten die Krone der Dämmerung, die Krone von Dusk, und das ist absolut das Wichtigste, Freunde. Denn diese Krone verstärkt die Magie. Perfekt, wir sind super ausgerüstet. Jetzt nehmen wir einen Heimatknochen. So, dann zurück auf der Brücke mit dem Drachen. Nehmen wir jetzt diese Tür, dazu haben wir den Kellerschlüssel geholt. Und jetzt befreien wir unseren Freund mit dem Anwesenschlüssel und unseren besten Freund, den Zauberer. Und jetzt geht er zurück zum Feuerbannschrein und da gehen wir jetzt auch hin. Zurück am Feuerbannschrein haben wir jetzt den Zauberer da. Und jetzt unbedingt mit Ja antworten. Jetzt kaufen wir uns den großen, schweren Seelenpfeil für 8000. Alright, that'll do it. Und jetzt müssen wir uns noch 20.000 Seelen insgesamt erfarmen. So, dazu töten wir im Finsterwurzgarten den Mondlichtschmetterling, denn da erhalten wir genau 10.000 Seelen. Dann reisen wir mit den Heimkehrknochen zurück in den Feuerbannschrein und kaufen uns den Wappenring Brüllender Drache. Jetzt rüsten wir die Ringe aus. Und jetzt, Freunde, machen wir den großen Damage-Test. Na, wir können uns erinnern, zu Beginn des Videos haben wir 83 Schaden gemacht. 559 Schaden, und das ist absolut unglaublich. Ich würde sagen, wir testen das mal bei ein paar Gegnern aus. Der Petrus, normaler extrem zäher Feind. By the Lords, you damn fool. To hit. This can't be. It can't end like this. So, dann schauen wir, wie viel Damage wir den Schwarzritter machen. One hit, Leute. Noch nicht einmal einer Stunde. Es ist natürlich fantastisch. Ja, Leute, wie ihr seht, wir sind absolut krass OP, noch nicht einmal einer Stunde in Dark Souls 1. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo und einen Like freuen. Für heute bin ich raus. Viel Spaß mit Dark Souls 1, Leute. Euer Jack FromSoft.